haben wir uns hier versammelt, um unter das Wort Gottes, unseres Vaters zu kommen. Halleluja. Und so danke ich dir, himmlischer Vater, für den Segen deines ausgeteilten Wortes. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist gegenwärtig ist, um Offenbarung zu schenken. Vater, aus deinem Wort, das bete ich und das glaube ich, in dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Halleluja. Ich möchte anfangen, bevor ich dann in den Hauptkern der Botschaft für heute Abend einsteige, ich möchte anfangen mit Kolosser. Kolosserbrief im ersten Kapitel. Der Vers 27 und was da drin steht, ist, denke ich mal, vielen Christen geläufig. Ich möchte es dennoch mal wieder an den Anfang stellen und gerne wiederholen. Kolosser Kapitel 1, Vers 27, da steht: Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mit dem im Hinterkopf blättern wir jetzt bitte in den zweiten Korintherbrief rein. Und zwar Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Und das ist jetzt das Kernstück der kurzen Botschaft, die ich jetzt für heute Abend gebe. Wir kommen nachher nochmal in den Kolosserbrief zurück. Aber schauen wir uns jetzt zunächst mal 2. Korintherbrief, Kapitel 8 an, diese ersten 5 Verse. Was steht da? Da steht: Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Zunächst einmal also im Schnelldurchlauf jetzt diese 5 Verse. Und jetzt schauen wir es uns mal ein bisschen genauer an, was denn da eigentlich überhaupt drin steht, was zu gewaltigen Nutzen ist, wenn man den Schatz greifen kann, der da verborgen ist. Zunächst einmal fängt es an, dass hier von der Gnade Gottes berichtet wird. Was ist denn die Gnade Gottes? Die Gnade Gottes ist eine Kraft, oder besser gesagt ist die Kraft, die in dir als Christ wirksam ist und was du aus dir selbst heraus weder hast oder besitzt, noch irgendwie tun kannst. Ganz entscheidend der Punkt für diese Botschaft, um das zu verstehen, wirklich zu verstehen, mit ganzem Herzen jubelnd verstehen zu können, was hier drin steht.
An den ganzen Anfang ist hier die Gnade Gottes gestellt, von der hier der Apostel Paulus berichtet, und er will den Brüdern davon berichten. Die Gnade Gottes wurde gegeben in den Gemeinden Mazedoniens. Also Gottes übernatürliche Kraft, die wirksam geworden ist in den Gläubigen in Christus, in diesen Gemeinden dort. Nichts Gekünsteltes, nichts, was sie irgendwie tun hätten können, sondern einfach pur Gott in ihnen, der Raum bekommen hat, zu wirken, wie es ihm gefällt. Amen. Dann geht's weiter. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Und das, was ich jetzt gelesen habe, lese ich ja aus der Schlachterbibelübersetzung, und ich möchte diese gleiche Stelle jetzt nochmal aus der Elberfelder vorlesen, weil mir da was ins Auge gesprungen ist, was noch ein bisschen klarer zeigt, was da eigentlich gemeint ist. Da steht nämlich drin, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Und in der Fußnote steht dann dorten als wörtliche Übersetzung aus dem damals Griechischen heraus, in den Reichtum ihrer Freigebigkeit hinein. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber der hat es in sich. Hier heißt es, der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut haben sich als überreich erwiesen in den Reichtum ihrer Freigebigkeit hinein. Wenn man das jetzt im Deutschen mal wirklich auseinanderpflückt, dann kann man da was Bedeutendes sehen, was den Glaubenswandel der Christen betrifft, die wirklich diese Offenbarung gegriffen haben. Die Freigebigkeit, die ein Christ empfängt, aufgrund der Liebe, die ausgegossen wurde durch den Glauben, vom Heiligen Geist in die Herzen hinein. Diese Liebe, die sich als Freigebigkeit äußert, geht in den Reichtum hinein. Könnt ihr das sehen? Hiermit ist nicht nur einfach gemeint, sie waren halt einfach super freigebig. Und damit basta. Sondern sie waren freigebig aus dem Überschwang ihrer Freude heraus und aus Armut heraus, aus tiefer Armut heraus. Aber, und das ist jetzt das, was sie als Glaubende so ausmacht, dass sie extra hier in diesem Brief erwähnt werden, den Paulus schreibt, dass er von der Gnade berichten will, die ihnen gegeben wurde. Von dieser übernatürlichen Kraft Gottes, die hier zum, man kann vielleicht sagen, Vulkanausbruch gekommen ist. Wo am Anfang überhaupt nichts sichtbar war, hat sich was aufgebaut und schließlich und endlich auf kraftvolle Art und Weise freigesetzt. Und das war ihre Freigebigkeit, die in den Reichtum hinein sich erwiesen hat.
sich erwiesen hat. Paulus berichtet hier von Erfahrungen und nicht von bloßen theologischen Statements oder Lehrmeinungen oder etc. Er berichtet hier von der Gnade, die sich wirksam erwiesen hat. Durch Freigebigkeit in den Reichtum hinein. Das ist die wörtliche Übersetzung. Also mit anderen Worten, Paulus will nicht mit diesen super freigebigen Leuten angeben, sondern er will hier einen Schatz, einen geistlichen Schatz verdeutlichen, der für jeden einzelnen Gläubigen bereitet ist in Christus Jesus durch die Macht der Gnade Gottes. Freiheit zu erleben davon, dass das Geld dich im Besitz hat. Und am extremsten zeigt sich dieser Umstand, wenn du arm bist. Amen. Und genau deswegen berichtet hier Paulus das spezifisch. Es war so wertvoll und kostbar für die gesamte Nachwelt, dass das in der Bibel so festgehalten wurde. Das hat gar nichts damit zu tun, zumindest in gesunden Gemeinden nicht, dass die Pastoren oder sonstige Leute, Diener Gottes, das Geld der Gläubigen wollen. Das hat damit zu tun, dass geistliche, echte Offenbarung freigesetzt wird, damit die Macht Gottes sich erweisen kann. Und der Sieg über den Teufel, der ja die Finanzen dieser Welt unter seinen Krallen hält. Dass du freigesetzt wirst von jeglicher Zukunftsangst, jeglicher Existenzangst. Und zwar hinein in den Reichtum. Freigekauft von der Armut durch Jesus, der für uns arm gemacht wurde, hinein in seinen Reichtum. Und das durch Freigebigkeit. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Das ist der Kern der Liebe und der Macht der Gnade, die sich erweist, wenn man es glaubt. Halleluja. Und mir ist noch was aufgegangen. Hier steht bei großer Bewährung in Bedrängnis. Und ich denke, davon kann jeder seine eigenen Erfahrungen berichten. Weil jeder, der sich ernsthaft für Jesus Christus entscheidet, wird diese Erfahrung machen, dass er in Bedrängnis kommt. Mitunter nicht zu knapp. Und dann geht es hier aber weiter. Bei dieser großen Bewährung in Bedrängnis, da hat sich der Überschwang ihrer Freude erwiesen. Als überreich. Also nicht nur der Überschwang der Freude und die tiefe Armut, wie es hier dann weiter heißt, hat sich einfach so erwiesen, so nach dem Motto, naja, sie haben sich halt irgendwie gefreut und trotzdem waren sie total arm. Und das ist halt jedem klar geworden. Nein, es heißt hier, es hat sich all das zusammengenommen als überreich erwiesen. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Es hat sich hier etwas gezeigt, dass Gott über die Maßen zu tun fähig ist. Und nicht nur fähig, sondern willig. Sonst wäre das ja niemals passiert. Weil nur Gott kann das ja tun. Die Gnade haben wir gehört. Seine Kraft, die wirksam ist. Überschwang der Freude. Was war denn dieser Überschwang der Freude in diesen Gemeinden? Mir ist es so hochgekommen und ich selber bin erinnert worden, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Was habe ich denn erlebt? Ich habe es erlebt, dass ich unter dem Dienst von jemandem, der einen ganzen Dienst gegründet hat, Gemeinden baut, Vision von Gott hat,
dass ich unter diesem Dienst die Hoffnung auch meiner eigenen Berufung deutlicher und tiefer und stärker kennenlernen durfte, durch das Wirken ganz am Anfang, noch ganz alleine, Apostel Mark, und später dann ist noch Pastor Raffaella dazugekommen. Beide haben immensen Einfluss auf mein Leben und das hat Hoffnung meiner Berufung freigesetzt und das ist eine Freude, die du durch nichts, aber auch gar nichts erkaufen kannst. Das kann nur Gott in seiner Liebe und in der Macht seiner Gnade in deinem Herzen bewirken. Ich war ja, als ich hier dazugekommen bin, schon von neuem geboren. Aber ich war zum Beispiel noch nicht getauft im Heiligen Geist. Das ist ein Punkt. Zumindest nicht in der sauberen und reinen Form. Also eine Hoffnung, die ich durch den Dienst von wirklich hingegebenen Leuten bekommen habe, sie klar zu sehen und was eine Kraft freisetzt, die mich durch alles Mögliche an Schwierigkeiten immer wieder durchgetragen hat und wovon ich überzeugt bin, den Rest meines Lebens durchtragen wird. Weil diese Hoffnung in Christus Jesus, die Hoffnung des ewigen Lebens und die Hoffnung der Berufung, es kann dir keiner nehmen, wenn du festhältst am Glauben. Halleluja. Und das ist überschwängliche Freude. Und warum sollte man das nicht wertschätzen? Wenn du vielleicht von neuem geboren wurdest, falls du vorher noch nicht errettet warst, oder als religiös Verspulter oder Planloser, der keine Ahnung davon hatte, dass es einen fünffältigen Dienst gibt, dass es tatsächlich von Gott einen Plan für ein Land, für Nationen, für die ganze Welt gibt, dass Gott eben nicht einfach zuschaut, sondern dass er wirklich wirksam ist und wirklich einen Plan in Jesus Christus hat und dass er auch weiß, wie er diesen Plan zustande bringt. Warum sollte man dann nicht mit überschwänglicher Freude, selbst aus tiefster Armut heraus, dem so Ausdruck geben, dass man sagt, ich gebe mit ganzem Herzen. Befreit von dieser alten Todesangst, befreit von dieser alten Hoffnungslosigkeit, von dieser alten Planlosigkeit, diesem sinnlosen Dahinvegetieren oder in Illusionen von irgendwelchen weltlichen Freuden, die keine ewige Frucht haben. Halleluja. Und das steckt in diesem kurzen Abschnitt hier drin. Diese Leute in den mazedonischen Gemeinden haben ganze Sache gemacht und sie haben begriffen, was sie in Christus und durch den Dienst des Apostel Paulus bekommen haben. Und das hat sie auch durchgetragen durch alle Bedrängnisse und Prüfungen, die gekommen sind, wegen ihres Glaubens, für den sie sich entschieden hatten. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir für Offenbarung, die du strömen lässt. Ich danke dir, dass du wirklich durchrauscht und deinen Segen ausgießt. In Jesu Namen. Amen.